So let's start with the first workshop. I would like to ask Stefan Seiser from Maschinenfabrik Herbert Meyer to the stage. He is my first presentation. Great. I'm very happy to have you here. There is a change in the program. You may have seen he is replacing his colleague Forgenreiter, but I think we have a very precious replacement because Stefan Seiser is responsible for technical sales at Herbert Meyer, Maschinenfabrik Herbert Meyer, and he's also responsible for the projects. And we are now having a very interesting presentation on process for composites. I may say a few words to Maschinenfabrik Herbert Meyer. It's since 1949 founded. It's a family-owned company founded in 49, and it's in the third generation. So it's a really trustful company with more than 70 years of history, and one of the most important manufacturers of special machinery for bonding, coating, pressing and molding. So they offer various solutions in four product categories: fusing, laminating, scattering and presses. And Stefan Seiser is going to precise this. Several processes for necessary that are necessary to bring composite materials to performance. And he will show us some of the success cases. And we have 5 minutes Q&A at the final of the presentation. So enjoy the presentation, please. Machen Sie Ihren Badge gerade ab. Ach so, alles klar. Super. Ja, herzlich willkommen hier bei der Czech Forum in Frankfurt im Namen der Firma Meyer. Ich wechsle die Sprache in Deutsch. Ich hoffe, es funktioniert für Sie alle. Und ja, es geht hier um Prozesse für Verbundwerkstoffe. Welche Maschinen stellt die Firma Meyer hierfür dar oder kann sie Ihnen weiterbringen, helfen? Es geht einen links oben der Punkt Coating. Das benennt das Schichten der Glasgewebe oder Carbongewebe mit Pulver, Harzpulver etc. oder auch mit Folien, auch in flüssiger Form. Rechts sehen Sie die beiden Punkte Impregnation. Hier der Unterschied liegt darin im größten Teil, dass wir die Präimpregnation in kontinuierlicher Arbeitsweise ausführen und die Impregnation, wo eher mehr Druck benötigt wird, in diskontinuierlicher Funktionsweise. Der letzte Punkt ist dann eben das Preformen, wo zum Beispiel die Gewebe, Gelegearten mit Pulver beschichtet sind, mit sehr wenig Pulver, damit sie bei den Preformen, beim Erwärmen die Lage und die Orientierung der einzelnen Lagen nicht mehr verlieren. Kurz ein paar Worte nochmals, schon wie eingangs erwähnt von der Frau Hoffmann, gestartet 1949 in München. Ja, so sah es nach dem Zweiten Weltkrieg hier aus. Gleich weiter, jetzt sind wir in dritter Generation familiengeführt in Rötz, das liegt in der Nähe von Regensburg und hier sind wir eben zu Hause. Ein paar Zahlen zu der Firma Meyer, wir sind gerade oder aktuell 150 Mitarbeiter, teilen sich, wie gesagt, auf in 90 Mitarbeiter in der Produktion und weitere dementsprechend. Produktionsfläche haben wir 14.000 Quadratmeter, 20 Millionen Umsatz und Geschäftsführer ist der Herr Thomas C. Meyer. Hier sollte das Coating starten. Jawohl, jetzt. Kommen wir zum Next. Ja, hier sehen wir eben das Coating. Einmal kann das Beschichten passieren über Folien oder Webs. Andererseits geht auch über diese Pulverarten, wie es auch immer gibt, thermoplastische und auch harzähnliche Pulver. Der Vorteil oder Auftrag, was wir machen können, die Pulvergröße sollte um die bis maximal 600 Mikron sein. Man kann eine gleichmäßige Verteilung erzielen. Man kann mit unseren Auftragsgeräten hier zwischen 3 Gramm pro Quadratmeter streuen bis zu 2000 Gramm pro Quadratmeter. Und man hat natürlich eine Wiederholgenauigkeit von plus minus 5%, beziehungsweise im kleineren
Auftragsgewichten von plus minus 2,5 Gramm pro Quadratmeter. Der große Vorteil beim Pulver gegenüber den Folien ist es, das Polymer aufzutragen, dass man flexibel in der Auftragsmenge ist. Einmal, man kann es schnell ändern während des Prozesses. Man kann die Breite einstellen in den Streugeräten, auf dem man es gerade benötigt. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Pulverarten, die man auch schnell wechseln kann. Nicht so wie in der Folienform, muss man auch natürlich, geht zwar schneller zum Wechseln, aber man muss auch seine Gerätschaften haben. Und dementsprechend ist das eine attraktive Lösung. Wie funktioniert das Streuen? Es gibt eine Streuwalze, die rotiert gegen den Uhrzeigersinn. Oben auf, hier blau dargestellt, soll das Pulver darstellen, befindet sich der Pulvertrichter. Durch die Rotation der Streuwalze befindet sich zwischen den Nadelzwischenräumen des Pulver, wird dann abgeragelt über die komplette Breite und fällt dann und wird kontinuierlich über den oszillierenden Ausbürstbalken dann eben ausgebürstet und fällt dann kontinuierlich auf die untere laufende Warenbahn, hier so rot dargestellt. Nachdem dass das Pulver aufgetragen wird, muss es auf der Faser angeschmolzen werden. Das geschieht meistens über Infrarotstrahler, Keramikstrahler, Quarzstrahler, Metallbändchenstrahler etc. Wichtig ist beim Wärmen des Pulvers, dass man natürlich nicht die Strahler perfekt regeln kann. Hierfür kann man natürlich verschiedenste Zonen einteilen, am Anfang, am Ende, in Durchlaufrichtung, quer zur Durchlaufrichtung kann man eben auch Zonen einteilen, damit man hier eine saubere Temperaturführung hat. Hier sieht man so ein Strahlerfeld und auch diesen Pyrometer für die berührungslose Temperaturerfassung. Der Pyrometer ist eine Lösung, die Temperatur zu erfassen, punktuell. Aber es gibt natürlich auch, wenn es im Budget liegt, natürlich auch Infrarotkameras, wo man die Temperatur über die komplette Breite erfassen kann. Wie setzt man jetzt diese Einheiten ein? Man kann es online einsetzen. Das heißt, man setzt hier ein Pulverstreugerät ein, wo man das Polymer auftragt auf die Gewebe-Gelegearten und schmilzt es an und gleich weiter in einen kontinuierlichen Prozess zum Imprägnieren. Oder man macht es offline. Da ist eben der Vorteil, dass man natürlich diesen Beschichtungsprozess meistens ausgeführt dann für das Preformen, wo man nur wenig Pulver aufbringt und anschmelzt, dass man hier gleich für den Preform-Prozess ausgestattet ist. Das Online-Konzept ist mehr für die thermoplastische Ausstattung interessant, offline eher mehr für dieses Aufbringen von harzähnlichen Pulver für den nächsten Step für die Preform-Herstellung. Was bieten wir zusätzlich noch an? Das ist natürlich die Absaugungen, die entstehen beim Pulverstreuen und dann auch das überstreute Pulver saugen wir ab, Dämpfe können wir absaugen etc. Alles, was eben entsteht hier beim Besinterungsprozess, muss eben auch abgesaugt werden, um den Arbeitsplatz hier ergonomisch und sicher zu halten. Auch natürlich ein wichtiger Punkt ist die ATEX-Ausführung bei explosionsgefährdeten Pulverarten. Hier sehen wir ein Live-Bild, so wie es eine Streueinheit aussieht. Im linken Bild seht ihr das. Im rechten Bild seht ihr, wie wir so 3 Gramm Pulver gestreut haben und angesintert haben, nur um die Lage der Fasern zu orientieren, zu befestigen, um diese Orientierung zu behalten, während des Preform-Prozesses oder der weiteren Schritte natürlich. Links sehen wir auch noch im Bild die Pulverzuführung. Die kann einmal geschehen über Big Bags, über Sackschütte, wie Sie es jetzt im Vordergrund sehen. So, das war der Punkt des Beschichten. Nachdem, dass wir das Material beschichtet haben, die Faser, müssen wir es imprägnieren. Das Imprägnieren muss geschehen,
oder kann geschehen auf zweierlei Arten, in kontinuierlicher Arbeitsweise oder in diskontinuierlicher Arbeitsweise. Hier diese Präimprägnierung zeigt die kontinuierliche Arbeitsweise. Hier haben wir im vorderen Bereich das Material 1, das kann das Gewebe sein, schon natürlich beschichtet mit dem Pulver, oder von anderer Seite das Material 2, gelb dargestellt, soll zeigen, man kann das ein Pulver aufbringen, so wie das kleine Schaubild rechts oben, oder man kann das Polymer auch in Folien oder in Webs vorrätig mit aufbringen. Und zusätzlich kann man Material 3 hier dargestellt zulaufen lassen. Was macht die Maschine jetzt dann? Diese Maschine ist eine sogenannte Doppelbandpresse, wird es bezeichnet, die kontinuierlich zwei Bänder besitzt, ein oberes und ein unteres Band. Die laufen synchron mit gleicher Geschwindigkeit kontinuierlich. Im Eingangsbereich finden Sie oben und unten nach diesen Bändern hinterhalb angeordnet so rote Kästchen. Das soll darstellen, hier wird beheizt, hier wird die Temperatur eingebracht durch die Bänder in das Material, zu dem thermoplastischen Pulver zum Schmelzen zu bringen, zu der gewünschten Temperatur und eben dann über diesen zwei Presswalzen zu imprägnieren in die Faser. Anschließend wird komplett der Compound abgekühlt, hier blau dargestellt, oben und unten. Das geschieht über Kühlwasser und anschließend verlässt das nicht komplett imprägnierte Material, aber imprägnierte Material die Maschine und kann eben wieder aufgerollt werden oder zu Platinen geschnitten werden. Zwei oder kleine Punkte noch dazu, was wir hier einsetzen an Bändern, sind Glasgewebebänder mit PTFE-Beschichtung. Hier können wir eben in der Heizung bis zu 250 Grad heizen. Des Weiteren kann man oben die komplette obere Einheit, das Band, was da hier umschlungen ist, schwarz, kann man von 0 bis 150 mm in Abstand motorisch verstellen, je nach Material oder Compound-Dicke, um das zu erzielen. Wichtige Parameter eben beim Imprägnieren, um die Polymer mit der Faser zum Umschließen, sind immer die Temperatur, Druck und Zeit. Das ist immer der entscheidendste Faktor, wenn wir hier solche Vorgänge bei uns abbilden. Temperatur, wie gesagt, 250 Grad durch den Einsatz der PTFE-Bänder. Zeit, die ist immer abhängig, je lang ich die Heizstrecke ausführe. Und der Druck, je nachdem, welchen Druck ich hier aufbringen kann während des kontinuierlichen Prozesses, um nicht die Bänder zum Stehen zu bringen, wie es bei der Doppelbandpresse eben ist oder die Gefahr lauert. Der Druck in der Heizung und in der Kühlung können wir einstellen bis zu 1 Newton pro Quadratzentimeter. Und bei den Presswalzen, je nach Anlagenbreite, bis zu 100, 120 Newton pro Quadratzentimeter. Die Heizung, um die Temperatur genauer zu führen, können wir diese auch in Zonen aufteilen, das heißt in Durchlaufrichtung aufteilen und quer zur Durchlaufrichtung aufteilen, um hier wirklich eine genaue Materialtemperaturführung zu erreichen. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Optionen. Je länger die Heizstrecke wird, umso mehr Heizzonen können wir auch verbauen. Im Detail muss man sich das natürlich dementsprechend dann anschauen. Jede Zone, das sei noch dazu gesagt, wird gesteuert und einzeln geregelt über einen PT100. Hier sehen wir jetzt diese Ausführung der Elemente. Das heißt, die Elemente, die jetzt im Vorbild rot und blau dargestellt worden sind, die Kästchen, das sind Aluminiumprofile, die in der Heizung mit Heizkörpern versehen werden, zum Beheizen elektrisch, und in der Kühlung werden sie mit Kühlwasser durchströmt. Was noch ein Punkt ist, diese Elemente können einzeln in der Höhe von bis zu 3 mm einfedern über Luftkissen. Gegen das Einfedern bauen wir Luftkissen ein und hier können wir den Druck dementsprechend einstellen.
Ja, hier kommt die Zeit ein wenig wieder, der Punkt Zeit wieder in den Fokus bei dieser Folie. Längere Heizstrecken, mehrere Presswalzenpaare, um hier schnellere Geschwindigkeiten zu erzielen, Produktionsgeschwindigkeiten. Wir können auch verschiedene Drücke einstellen. Das Presswalzenpaar können wir in Stahl-Stahl-Ausführung ausführen, auch Stahl-gummierte Ausführung, wie es der Kunde eben benötigt und welche Imprägnation er wünscht. Hier sehen wir so richtige Live-Bilder, dass wir sowas auch bauen. Hier haben wir etwas, eine größere Maschine, nicht größer, sondern diese Antriebswalzen sind größer ausgeführt, um einen höheren Flächendruck auszuüben während der kontinuierlichen Produktion. Hier können wir eben einen Flächendruck bis 1,1 Newton pro Quadratzentimeter ausführen gegenüber dem Standard, fünfmal höher. Diese Heizelemente sind dann nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Stahl. Wir setzen hier dann 3 Lagen Gewebebänder ein, um den Druck auch standzuhalten. Und den Presswalzendruck, den können wir hier bis zu 260 Newton pro Quadratzentimeter ausführen. Diese Maschine haben wir auch im Technikum stehen, in unserem Testlabor, hat eine Arbeitsbreite von 1000 mm, wo wir jederzeit Versuche durchführen können. Das war der Punkt Präimprägnieren, also diese kontinuierliche Funktionsweise der Doppelbandpresse. Jetzt kommen wir zu der diskontinuierlichen Arbeitsweise. Bei der diskontinuierlichen Arbeitsweise ist der Aufbau etwas ähnlich, aber er hat einen gewissen gravierenden Unterschied. Er ist ähnlich in dem, dass wir auch eine Heizung, eine Kühlung haben, auch Umlaufbänder können auch in dem Sinn, in späteren Bildern sehen Sie noch, können das nicht, muss nicht ein Band sein, es können auch V2A-Platten sein, es kann auch andere Materialien, welche am Markt verfügbar sind, eingesetzt werden, um das Materialien von den einzelnen Pressen zu den anderen Pressen zu transportieren. Der gravierendste Unterschied ist, dass das Material nicht kontinuierlich läuft, sondern diskontinuierlich. Es wird von einer Station zur anderen Station getaktet. Der Vorteil natürlich durch das Takten, wir können höhere Drücke ausüben. Das ist der entscheidendste Vorteil, um eine vollständige Imprägnation der Faser zu erzielen. Wir können die Pressen ausführen elektrisch, das war hier. Wir können die Pressen elektrisch ausführen, dann können wir es eben bis 400 Grad ausführen oder ölbeheizt, verschiedenste Zonen einbringen, um die Temperaturkontrolle zu gewährleisten, etc. Und natürlich können wir Stationen vorschalten und auch nachschalten. Die Pressen können wir bauen jetzt bis zu 1000 Tonnen. Bei einer Fläche von 1500 mm mal 1000 mm. Das ergibt dann einen Flächendruck maximal von 700 Newton pro Quadratzentimeter. Das sind 70 Bar. Eine Genauigkeit über die Fläche, Ebenheit haben wir von 0,05 und wir können mit Festanschlägen fahren oder auch ohne Festanschlägen im Bereich von 1/100 im Bereich. Die Temperaturen, wie gesagt, bei elektrisch beheizt bis zu 400 Grad. Hier sehen wir 2 Anlagenkonzepte. Auf der rechten Seite seht ihr das Konzept, wo ein Transportband ab- und aufgewickelt wird. Das kann zum Beispiel ein Glasgewebeband sein, kann auch ein Stahlband sein. Und in der Mitte wird durchgetaktet der Verbundwerkstoff, der konsolidiert imprägniert werden soll. Im linken Bild seht ihr auch 3 Pressstationen. Hier können aber nur Stückware. Hier werden Stückware, das heißt diese Compounds von 1 Meter mal 1 Meter, zwischen 2 Edelstahlblechen gelegt und wird dann eben getaktet durch die einzelnen Pressen gefahren. Die erste Presse ist meistens elektrisch beheizt. Hier wollen wir schnelle, hohe Temperatur erreichen. Die zweite Presse ist die mit dem höchsten Druck, um die Imprägnation, Konsolidierung der Faser zu ermöglichen. Und die dritte Presse ist die, wo man kontrolliert abkühlen will, um das Verbund aus der Presse zu
fahren und weiter zu verarbeiten, zum Handeln. Hier sieht man eben das Produkt, was man hier erzielen kann, die vollständige Imprägnierung vom thermoplastischen Polymer in die Faser. Kommen wir zum Preformen. Preformen hat eigentlich nur den Vorprozess zum RTM oder weitere Prozesse, welche auch es immer gibt. Das Preformen können wir ausführen, indem dass wir hier eine Heizpresse haben. Hier werden eben die vorbeschichteten, mit Harz meistens vorbeschichteten Gewebe, Gelege etc. erwärmt und in einer Kaltpresse umgeformt, um für den weiteren RTM-Prozess zur Verfügung stellen. Die Pressen, wie gesagt, elektrisch, ölbeheizt, verschiedenste Zonen und auch natürlich mit Peripherieeinheiten versehen. Der Druck beim Preformen ist natürlich etwas weniger notwendig. Man will ja eigentlich nur die Faser in der gewünschten Form schon bringen. Hier können wir bis zu 100 Tonnen die Pressen ausführen bei einer Fläche von 3x2 Meter, was einen Flächendruck von 100 Newton pro Quadratzentimeter ergibt. Wichtig dabei beim Preformen ist die Ausführung der Greifereinheiten während des Verformprozesses, dass man hier aktiv die Greifer in X- und Y-Richtung und Z-Richtung auch verfahren lässt. Hier sehen wir eben solche Pressen, wo wir Teile pre-geformt haben. Die rechte Bild zeigt eine Verformanlage, wo man natürlich mehrere Stationen vorgeschaltet hat. Im Hintergrund jetzt, wo Sie die roten Teile, Pressenteile sehen, das ist jetzt diese Presse, die die Preformung vornimmt und dann eben über Handlingssysteme auf das Transportband abgeworfen wird und dann eben zum Bediener und für die weiteren Prozessschritte zur Verfügung steht. Hier sehen wir so ein Fertigbauteil, das Schwarze im Hintergrund oder oben auf. Das ist das nach dem RTM-Prozess und das im Vordergrund dargestellte, das ist eben das pre-geformte Teil, Faserteil. Ja, die Firma Meyer bietet natürlich, müssen die Anlagen auch gesteuert werden. Siemens-Steuerung, je nachdem, wie Sie es brauchen, benötigen, können wir hier diese Steuerung anpassen. Fernwartungen, Industrie 4.0, Betriebsdatenerfassung. Einfach fragen, was Sie benötigen. Wir können Ihnen da auf jeden Fall weiterhelfen. Soweit war das jetzt mein Vortrag. Der Punkt, was ich jetzt ansprechen will, ist noch unser Testcenter, den wir hier in Rötz haben. Auf der linken Seite sehen Sie die komplette Linie in einer Arbeitsbreite von bis zu 1800 mm. Hier haben wir Abrollstationen für Folien, wir haben Pulverstreueinheiten, wir haben ein Infrarotfeld, wir haben eine Doppelbandpresse, wir haben Abrollungen von oben noch zuzuführen und wir können die Platinen oder Rollenware eben aufwickeln oder auch in Platinen zuschneiden. Mitte im Bild sehen Sie diese schwarze Doppelbandpresse, wo ich gerade gesagt habe, mit einer Arbeitsbreite von 1000 mm, wo man eben einen höheren Druck erzielen kann, um eine vollständige Imprägnierung zu erreichen. Das ist natürlich sehr abhängig von dem eingesetzten Polymer. Auf dem rechten Bild sehen Sie noch zwei kleinere Pressen. Die obere Presse zeigt eben das diskontinuierliche Verfahren, wo man zwischen zwei Edelstahlblechen oben und unten diesen Verbund Folien mit Glasgewebe, Glasgelegen einlegen und dann durch die zwei Pressen durchtacken, wobei die erste Presse für das Erwärmen und den Imprägnieren zuständig ist und die zweite für das kontrollierte Abkühlen des Polymers. Im unteren Bild noch, die Presse ist eine Heißpresse. Hier kann man dann eben diese
thermoplastischen Aufbauten, konsolidierten Platinen eben dann abformen. Die werden in einen Träger gelegt, in der Mitte des Bildes, der unteren Presse können Sie sehen, wird ein Rahmen gelegt, die Platine wird dann pneumatisch verfahren, oben und unten über Strahlerfelder beheizt, bis zur gewünschten Verformungstemperatur, geht zurück zur Presse, wo das verformte Verformwerkzeug beheizt wird und eben dann abgeformt. Anschließend, nach gewisser Prozesszeit, kann das Bauteil manuell wieder entnommen werden. Das ist eher eine Presse, wo man jetzt kleinere Teile von 300 mm mal 300 mm verarbeiten kann und auch hier Tests durchführen kann bei uns im Hause. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche im Anschluss einen guten Appetit. Ja, herzlichen Dank, Herr Zeiser, für diesen sehr spannenden Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Online habe ich schon geschaut, da habe ich keine Fragen gesehen, aber vielleicht hier im Raum doch noch die eine oder andere Frage. Meine Frage wäre schon, die erste wäre schon das Technikum gewesen, das haben Sie schon vorausgenommen, weil wir hatten uns ja auch im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Vielleicht können Sie noch mal so ein paar Key Points herausstellen, wo wirklich das USP von Meyer liegt bei den Prozessen Impregnation. Also das USP, weil da geht es ja immer um Zeit, ne? Und Auftragemenge und so, also das war sehr speziell, dass Sie da noch mal gerade so einen Akzent setzen. Also die Firma Meyer steht auf jeden Fall für den Auftrag von dem Polymer über Folien und Pulvern. Hier sind wir Spitzenreiter, können wir so sagen. In flüssiger Form aufbringen über Extrusions- oder Extruderanlagen, das ist nicht unser Part. Natürlich ist die Doppelbandpresse unser Markenzeichen, was wir seit mehr als 30 Jahren bauen. Die kontinuierliche Arbeitsweise, wo wir natürlich irgendwo limitiert sind in der Temperatur bei 250 Grad von dem Einsatz von dem Glasgewebebänder mit PTFE-Beschichtung. Natürlich, der Druck während des Heizens und des Kühlens ist nicht im Bereich meistens, wo man vollständig imprägnieren kann. Aber es kann natürlich auch schon gute Ergebnisse erzielt werden durch Optimierung auch von Polymeren. Es kommt auch natürlich auch auf die Temperatur darauf an, was muss ich einbringen, und auch im Endeffekt kommt es, je höhere Temperaturen ich fahren muss, umso höher ist mein Invest in dem Sinn, weil natürlich die Imprägnierzeit, die Arbeitszeit höhere Kosten verlangt, eben länger dauert und dann eben höhere Kosten generiert dadurch. Ja. Herzlichen Dank, Herr Zeiser. Vielleicht könnten Sie noch einige Success- oder sagen wir mal ein bis zwei maximal, weil wir haben ja gar nicht die Zeit, so eine Success-Story, oder wo Sie sagen, ja, das ist was, wo es wirklich sehr außerordentlich funktioniert hat, dass Sie da noch mal einen Einblick geben, weil das war jetzt mehr so der Ablauf der Maschinen, die Sie uns gezeigt haben, aber vielleicht noch mal so ein konkretes Beispiel aus dem Anwenderszenario. Give us maybe one example of a success story from the application area. Ja, die hatten wir im Präsentation, war es dargestellt, die Presse, wo ich gesagt habe, hier wird ein Band, ein Stahlband oder auch ein Glasgewebeband mit PTFE-Beschichtung abgewickelt und wieder aufgewickelt. Hier wurden eben Folien oder auch bepulverte Glasgewebe und Carbongewebe, Gelege miteinander verbunden, aufgeheizt und zugeschnitten. Und das hatten wir in einer Genauigkeit hier eben durch die Pressen Anordnung bis zu 70 Bar, 700 Newton pro Quadratzentimeter aufbringen können. Und hier haben wir nachweislich auch die komplette Imprägnierung der Faser erzielen können. Die Teile wurden anschließend von Rolle in Stückware geschnitten und wurden anschließend umgeformt zu Handyschalen, Tabletschalen etc. Das war eine sehr erfolgreiche Linie. Hört sich sehr gut an. Gibt es hier im Raum vielleicht ein Unternehmen, wo Sie sagen, ja, wir hätten da eine mögliche Applikationsform? Ist jemand unter Ihnen, der sagt, ja, wir haben da durchaus Anwendungsszenarien?
sieht nicht so aus. Ne? Es ist immer Zufall, dass dann gerade auch das irgendwie passt. Aber auf jeden Fall darf ich Sie alle einladen, den Stand unten zu besuchen und vielleicht nochmal das persönliche Gespräch zu suchen. Just join Mr. Zeiser at the booth downstairs and maybe you have some personal discussions, some personal questions that you would like to get answered. Thank you very much for your attention. Herzlichen Dank. A big applause for our representative from Maschinenfabrik Herbert Meyer. I would like to have you stay in the room, but if you want, you can of course take a short coffee because we restart at 12:30.